Es wird Zeit für das Finale hier in Super Mario Bros. Wonder. Oh yeah, wir haben jetzt Welt 6 abgeschlossen und können, naja, jetzt das letzte Level machen. Für nur 15 kann man das hier schon machen. Wenn man fast alle hat, kann man unten auch die ganzen Prüfungen machen. Die haben wir letztes Mal gemacht. Und nun, bevor wir zu Bowser Schloss gehen, gehen wir noch mal zu Bowser Juniors Schloss. Palast der Magma-Tiefen. Oh yeah, Mario ist richtig drin jetzt, Bowser Jr. den Hintern zu versohlen. Für den ganzen Ärger, den er bereitet hat. Also, let's go! Yeah. Viele wissen ja von euch, dass ich für eine Zeit lang meinen PC nicht hatte, aber jetzt ist er wieder am Start und jetzt bin ich auch wieder am Start. Ja, was soll ich sagen? Ah, ich kann hier lang, okay. Ah, ich habe mich nicht getraut. Aber kann ich es einfach so holen? Warte, mit dem Pod kann ich es bestimmt holen. Warte, ich werde es jetzt so versuchen. Komm schon. Okay. Okay, und mit unserem Wirbelabzeichen geht das auch relativ easy. Habe ich jetzt Pech gehabt. Nehme ich ihn mit? Brauche ich den? Bam. Der Arme, ey. Wird so gerade wiedergeboren. Und man kriegt so einen ganzen Haufen Wasser ins Gesicht geklatscht. Oh, da muss ich hoch. Dankeschön. Oh. Hi. Große Explosion. Oh. Da schönes. Eine Münze, bestimmt. Ja, eine Münze. Aber eine lilane. Mario Odyssey ist bestimmt netten Tacken wert. Wow. Das war gerade sehr gefährlich. Okay, ich mag Marios Gesicht, wenn er so stehen bleibt. So, wow. Mama mia, was habe ich denn hier? Hat getroffen. Und wie es getroffen hat. Warte mal, was zum... Das schon wieder? Okay. Wir sind wohl wieder ein Schleim. Doch diesmal sind wir Mario. Ich meine, okay. Die Klempner haben wir auch noch nicht als Schleime gesehen. Deshalb, hier habt ihr sie. Oh Gott, das ist böse. Vor allem, wenn da oben dieser Typ ist, der Feuer speit. Wie ein Bowser speckt der Feuer. Oh no. Okay, Achtung, spring! Mhm. Oh Gott. Ich hab da keine Lust auf euch, Mann. Haut doch endlich ab. Ich will nur die 10er Coin da. Dann hau ich auch ab. Oh Gott, das war richtig, richtig close gerade. Eigentlich echt schade, dass wir da den Jump nicht geschafft haben. Aber jetzt schaffen wir ihn. Aber die wollen uns auch noch mal dran hindern, den Jump zu schaffen. Wie mir scheint. Hier geht's nach oben. Nicht nach rechts. Okay. Oh. Jau! Der Sound von Mario. Jau! Okay. Schnell. Gut gemacht, Kevin. Oh, was zum... Wow. Waha! Ich muss mich wirklich immer noch an die Stimme gewöhnen, obwohl ich schon so lange damit spiele hier in Mario Wonder. Das ist trotzdem komisch. Vor allem wird ja auch Mario RPG bald rauskommen, was wir auch zu Day One Let's Play werden, by the way. Und, wow, da hat Mario noch seine alte Stimme, ich bin ziemlich sicher. Charles Martini Stimme. Yay, kann ich es mitnehmen? Haut es noch eine Zeit ab, das Item? Ich weiß übrigens aus so ganz vielen YouTube-Videos, dass die Bubble hier, dieses Bubble Power-Up, richtig OP sein kann. Wenn man es richtig nutzen kann. Aber ich kann es halt nicht, aber egal. Ich will mir wirklich wissen, kann ich den hier mitnehmen oder fliegt er irgendwann aus dem Bildschirm raus? Das wäre voll lustig, wenn er so mitkommen könnte. Oh, oha, der Hintergrund. Wow. Ey, Kumpel, komm mit. Komm mit. Das ist mein kleines Haustier. Die Seifenblasenblume. Oh, jetzt geht's ab. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mit euch zu spielen. Das ist nämlich langweilig. Papas großes, böses Wunder ist viel aufregender. Darum lasse ich nicht zu, dass ihr ihm in die Quere kommt. Das brauchen wir wirklich mit. Das ist ja cool. Das ist mein Backup, ja. Den brauche ich. Die Sounds. Wow. Bonk. So, verwandle dich. Was hast du drauf heute? Yeah. Typos. Oh, boah, cool. Ja, Mann. Hat jetzt einen doppelten Mund, ey, wie ein Elden mit Sonne, yeah. Wow, die. Irgendwie erinnert mich das ganze Setup hier ein bisschen an Donkey Kong Country Returns, glaube ich, war das. Wow! Bonk.
Hast du auch was anderes drauf? Guck mal, ich könnte gerade Augen zumachen, die Armen. Hast du eine Power-Up noch da? Nein, Power-Up! Oh, schade. Hä, aber der Panzer dort, ne? Der hat so Meisterballfarben, finde ich. Eigentlich ganz cool. Komm aus dem Panzer raus. Trau ich! Bonk. War es gerade wirklich vom Pompom diese Klone? Ja, ehrlich. Nein! Ach komm, das war lucky. Ja! Auch da! Ich denke, diesmal wird er dreimal seinen Wirbelstoß machen nach oben. Ne? Nein. Welcher ist das? Es ist einfach jetzt Ludwig-Kampf. Keine Ahnung. Du bist es! Ich lag richtig. So, du gehst zu Papa heulen. Kannst ihm direkt sagen, dass ich vorbeischaue? Und ich besiege jetzt seine letzte Barriere. Mit diesem letzten Wundersam. Let's go! Wow! Yippie! Das hat das Warten doch gelohnt, oder? Alles brennt. Gar kein Wasser, keine richtige Luft mehr. Jetzt ist wieder alles besser. Der Vulkan beruhigt sich. Hat seine Tabletten genommen. Kann sich entspannen. Und wir sind durch. Und so befreiten Mario und der Prinz die Magmatiefen. Alle Königsamen gehören nun ihnen. Und bald stellen sie sich der letzten Herausforderung ihres Abenteuers. Würde es ihnen gelingen, Bowsers finstere Pläne zu vereiteln? Können sie das Blumenkönigreich und die ganze Welt retten? Was, jetzt übertreibt man nicht, aber... Ja. Ja, voll unheimlich. Alle am Schlafen. Nein, aufstehen, Mario! Wir haben ein größeres Ziel. Als Bowser Jr. Oh, was? Achso. Oh yeah, herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Wundersamen in den Magmatiefen gefunden und kriegst 100 Münzen dafür. Also, Liane. Yeah! Zeit, dass wir zu den Blüteninseln zurückkehren. Hier ist es furchtbar heiß. Gib Acht, dass du dich auf dem Weg zurück irgendwo verbrennst. Okidoki. Let's go! Oh, like it. Auf zu den Blüteninseln. So, ich weiß auch schon, wo wir lang müssen, aber ich glaube, es wird sowieso noch in der Cutscene gezeigt. So, Bowser, letzte Stunde hat geschlagen. Aber noch nicht der letzte Part. Das noch lange nicht. Hä? Nee, ehrlich jetzt? Alle Würmer weg. Piranha-Würmer. War gar nichts zu sagen. Er spart sich die Worte auf unseren Kampf auf. Okay. Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Los, wir müssen zu Bowser! Was war das denn? Irgendwas stimmt hier nicht. Was macht er denn jetzt? Er bereitet eine große Attacke vor, glaube ich. Zu spät! Meine Vorbereitungen für das riesige, nein, das gigantische Wunder sind bereits abgeschlossen. Na, seid ihr gespannt, was da auf euch zukommt? Ich gebe euch einen kleinen Vorgeschmack. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich so großzügig bin. Ihr müsst nur den Mut aufbringen, zu meinem Schloss zu kommen. Ja, wird nochmal direkt gezeigt. Okay, also wenn du uns einlädst, ne? Aber du zahlst, ne? Auf deinen Nacken. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, obwohl es offensichtlich war. Naja, mir gefällt nicht, wie sicher Bowser mit sich seiner Sache ist. Als wäre es schon zu spät, um ihn aufzuhalten oder so. Aber ich weiß, es ist noch möglich. Auf zum Schloss. Es ist auch noch möglich. Und wie es möglich ist, wir zeigen es ihm. Warte, haben wir hier eine Blüteninsel alles? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Mir fehlen, by the way, hier noch ein paar Häkchen. Ich muss noch ein paar goldene Flaggen sammeln. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Aber doch, oder? Hier fehlt mir halt die goldene Flagge. Und ansonsten habe ich eigentlich ja alles. Ja. Okay. Ja, mache ich dann demnächst auf Stream. Aber jetzt geht's erstmal auf zu Bowsers Schloss. Somit die. Weiß nicht, ist das eine Welt? Ist das ein Level? Oh, das sieht aus wie ein Wäre-Level. Bowserland 2. Das Blumenschloss! War es alles noch monströser verzerrt, als ich befürchtet hatte? Ah, oh, wie cool! Sieh an, wer da ist!
ihr müsst ja wirklich gespannt sein auf das gigantische, nein, das epische Wunder, das ich hier vorbereite. Episch. Etwas gedulden müsst ihr euch allerdings noch. Perfektion braucht halt Zeit. Ihr spielt einfach meine anderen Level so lange. Wie wäre es, wenn ihr euch bis dahin ein Programm amüsiert, das meine Armee vorbereitet hat? Na, weil ich kann nicht bauen, so. Ich bin nicht gut in dem Spiel. Aber die Hammerbrüder da, die können das gut. Also das dann, also euer Einsatz, Torpedokugel-Willi, zeigt ihnen, wie böse eine gute Show werden kann. Hm? Torpedokugel-Willis? Ich sehe nur Gumbas. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen 4 Level machen, oder? Oder 5? Ab jetzt wird es deutlich gefährlicher werden, stimmt's? Aber wir können nicht einfach weglaufen. Egal, was Bowser uns in den Weg schleudert, wir werden es meistern. Halten wir ihn auf, einfach mal. Let's go! Torpedo-Kugel-Willis im Anflug. Wie die aussehen, so richtig lang gestretcht. Aber nur 3 Sterne? Ich glaube, wir werden einmal 3, dann 4, dann 5 und dann vielleicht sogar, wenn wir Pech haben, noch mehr? Ich glaube, 5 ist wirklich das Maximum an Sternen, oder? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, da fliegen sie direkt schon. Das sind aber neue Gegner, glaube ich. Also ich kann mich nicht an die erinnern. Wow. Oh. Ah, das ist cool. Wenn man auf die drauf fliegt, drauf steht, dann. Ich finde das voll lustig, wie die ausschauen. Das sind nämlich total an Cuphead. Das ist ein richtiger Cuphead-Flair, finde ich. I like it. I love it. Our friends at Xbox oder wie sowas. Oder at Microsoft. So war das doch, Nintendo, ne? Ihr seid doch Best Buddies mit denen. Waha! Die Gummis im Hintergrund. Auch cool. Die Musik ist aber nice. Wie doch die Türme tanzen. Warte, was? Wait, hier geht's weiter? Stopp, 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 stopp. Wie geht's weiter? Warte, dann ist hier ein Secret? Oh, und wie ein Secret ist! Wow! Böse versteckt, aber gut versteckt. Gefällt mir. Gefällt mir. Wettrennen! Lieber nicht. Lohnt sich noch nicht. Aber vielleicht, wenn ich mein Turbojet habe. Wow, wow. Nein, nein, nein. Rettet, 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 rettet. Was ist das für ein Sound? Hey. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich find's halt persönlich immer noch sehr cursed, wie sich die alle anhören. Vielleicht bin es auch nur ich. Vielleicht habt ihr schon längst dran gewöhnt. Ich nicht. Ich kann nicht länger stehen bleiben. Also muss ich abspringen. Aber das soll nur 3 Sterne sein? Bisher hätte ich 4 geschätzt. Wo führst du mich hin? Du führst mich zu der letzten Coin. Und ihr führt mich hoffentlich zu Bowser. Oder zur Wunderblume, geht auch. Wow. Hi. Reise wohin? Wo geht's ab? Freunde, Kumpel. Wihi. Ich hätte ja voll gut noch was anderes verstecken können. Noch so eine 10er-Münze. Aber okay, wow. Ich bin noch ein bisschen überfordert. Die geht so viel auf einmal ab. Ich geh nach oben. Nein. Okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Wie schön das aber aussieht alles, oder? Ich finde, das haben die echt cool inszeniert. Wow, aufpassen. Ich nehme immer alle Ereignisblüten mit, so nenne ich die jetzt einfach mal. Da könnte immer noch irgendein anderes Secret auf sich warten. Warum die Blumen nehmen, wenn die Torpedos das auch für einen machen? Okay, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Das sieht voll schön aus, oder? So gemahlen irgendwie. I love it! Ich meine, wonderful! Yippie! Ja, nice. Es geht schon mal geil los, die letzte Welt. Ich dachte, die 6. Welt wird die letzte, aber nee, wir haben ja noch so eine 7. Welt, mehr oder weniger. Ach so, macht Sinn. Oh nein. Es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Geschmeidig. Yeah. Gut gemacht, Mario. Bye, bye. Mario wurde so oft getroffen hier. Ich glaube, ich muss ihn mal auswechseln, den armen kleinen Klempner. Ist auch kein Klempner mehr, aber trotzdem.
Na, wie hat euch die Gastfreundschaft meiner Armee gefallen? Und das war nur der Anfang. Bei der nächsten Vorstellung wird es so richtig kribbeln. Ihr werdet geradezu schockiert sein. Aber genug der Vorrede. Macht euch bereit für ein wahres Blitzlichtgewitter. Hier kommt das Funkeln im Dunkeln. Bowser, es reicht mit den Wortwitzen, okay? Du darfst jetzt aufhören. Ich mag die Gitarre da immer. Okay, Mario, du darfst ja gerne auswechseln mit deiner Freundin. Alright! Peachy darf das nächste Level machen. Funkeln im Dunkeln. Wir haben auch schon diese Gegner vorhin im Level gesehen. 4 Sterne diesmal. Ich glaube, das nächste wird 5 und dann nochmal 5 und dann nochmal 5 oder so. Keine Ahnung. Wie hübsch die Peach aussieht. Und jetzt noch krasser. Ich finde das Lighting hier sehr interessant. Das ist wirklich mal was anderes, wie das hier alles aussieht. Nehme ich mit. Danke. Da muss ich wahrscheinlich durch. Nein? Hätte ich jetzt erwartet, tatsächlich. Oh, hab's gesehen. Aber wie komme ich da ran? Hier war ein Gegner. Schau mal nicht mehr. Aua. Killt mich das sofort oder macht das so Schaden? Ach so, ja, warte, oder? Ja, man soll auf die drauf bouncen. Manchmal haben die nämlich keine Ladung mit drauf. Nur. Ja, wirklich nur manchmal haben die so eine elektrische Ladung. Was, da kommen neue? Wo kommt ihr? Was zum Teufel? Ach komm. Ach komm. Wahai. Und durch. Okay, good job. Wie viele haben wir? Oh, wir haben schon 2. Ja, gut. Oh, pinke. Nee, sind rot. Sie sehen beim Licht ein bisschen pink aus. Oder bin das nur ich? Keine Ahnung. Musik ist auch nett. Ich find's halt echt schade, wie unbalanced diese Musik ist. Wisst ihr, was ich meine? Soundeffekte sind laut, Musik ist so mittel, Voicelines sind leise, also keine Ahnung, was die da gemacht haben. Das kann man auch nicht wirklich umstellen. Nicht, dass ich das jetzt gemerkt hätte, also nicht wirklich. Das ist einfach schade. Ein bisschen hätte die Musik noch lauter werden können. Ich gehe jetzt nicht rein. Ich glaube, da geht's weiter. Geht das denn jetzt... Nein, hier ist die Flagge. Wow. Ne, geh ich mal rein. Ich guck mal um. 2 Flaggen kann es auch unmöglich geben, ne? Hä? Was? Warte, ist das, ich sag aber nicht das Ziel, oder? Hä? That ain't right. Ach komm. Ach komm. Okay, man kann das Level jetzt auch schon beenden, falls es einem zu schwer ist. Finde ich eigentlich ganz cool, eigentlich ganz nett. Das erinnert mich ein bisschen an Yoshi's Island. Da gab es auch so ein Level, wo ich das sofort beenden kann. Ah, die Wunderblume hat noch gefehlt, stimmt. Warte, was? Rosa Gold Peach! Ist aber nicht das echte Power-Up. Das ist nicht das echte Battle-Power-Up. Da fehlen die Blumenmuster. Aber ich liebe diese Musik, ne? Ist auch so gut geremixed, ey. Da oben ist es... Rein da! Cool, Mann. Ey, das hat mir echt gefallen. Das ist wirklich einer der besseren Level. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Kurz und knackig. Und man musste nachdenken, wie man... Wow, ernsthaft? Der ist doch schon tot. Man musste nachdenken, wie man das Level machen muss. Echt nice. Mehr davon spielen. Ah, warte, das Spiel ist schon bald vorbei. Egal, aber... Ich meine, ich rede ständig Positives über dieses Spiel, ja? Thank you. Bye-bye. So, Peach hat sich auch amüsiert. Okay. Und... Na, bereit für eine Pause? Zu schade. Bei meiner Show gibt es nämlich gar keine Pausen. Wenn ihr pinkeln müsst, dann tut's in die Lava. Und versucht bloß nicht, euch rauszuschleichen. Schließlich steht ein Treffen mit unseren Künstlern an. Und die sind schon ganz scharf darauf, euch zu treffen. Bühne frei für die Zielsuchkugelwillis. Die nächsten dort. Oh Mann. Kannst du unten noch einen Weg machen? Nein? Schade. Okay, Zielsuchkugel-Willis auf Kollisionskurs. Oh Gott, Toadette.
Du bist ready dafür? Dann mach mal dieses Level. Alrighty. So, uns fehlen aber immer noch 5 Abzeichen. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kann es euch nie sagen. Hi. Weiß halt nicht, wie viel man noch freischaltet in der Spezialwelt, die wir dann, nachdem wir alles durch haben, machen, by the way. Falls es nicht offensichtlich war. Oh. Ich mag diese neuen Röhren hier, diese pink gestreiften. Die sind schön. Und die haben einen neuen Effekt. Also komm schon, wenn es Mario Maker 3 gibt oder ein neues Design Mario Maker 2, dann müssen die einfach alle die Elemente, die man hier sieht, einfach einbauen. Die Röhren und diese neuen Zisuch-Willis. Ist ja mega cool, Mann. Hi. Lava. Lava. Hilfe, was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab, Mann? Wir werden attackiert. Von überall. Mir fehlt immer noch eine Coin, hä? Wie ist hier schon die Halbzeit? Irgendwas stimmt hier nicht. Ganz und gar. Egal, hier ist direkt das nächste. Wowie, wowie. Ja, sie ist in Eile. Kann ich verstehen. Bam! Da ist auf jeden Fall eine Coin. Ah, und ihr gebt mir die Hilfe, da ranzukommen. Das war sogar wirklich die erste. Interesting. Hi, Kumpels, was geht ab? Einfach ducken, dann kriegen die einen schon nicht. Okay, hat geklappt. Was passiert jetzt? Da oben ist doch bestimmt was. Ja, also komm schon. Das sah schon so komisch aus. Einfach so kommt man da auch hoch ohne Abzeichen. Hab ich mal eben gezeigt. Ding, 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 ding. Ey, ohne Witz, das gefällt mir total. Nicht einfach nur direkt, ja, Bowser-Kampf, sondern du kriegst doch so 3-4 knackige Level. Aber keine ganze Welt halt. Muss halt auch nicht so lang gehen. Ach, richtig cool, Mann. Also ich bin echt impressed, wie gut dieses Spiel geworden ist. Bin echt impressed. Soll ich da rein? Nee. Blöpp. Einfach kaputt hauen. Und noch vieles mehr. Ja. Nein, warte! Hä? Ich hab ihn doch nicht? Was? Bin ich denn jetzt? Hä? Aui, saui. Oh! Oh, I mean, okay. Ich bin gerade komplett verwirrt, was passiert ist, aber scheinbar ist hier richtig. Hi. Was zum? Also jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das Level passt richtig gut zu Mario Maker rein. Das ist das. Warte, kann ich schießen? Yo! Ist das cool, Mann. Ey, das haben die... Ah, Mist. So gut hinbekommen, das Level. Oh nein! Mein Bowser-Schiff geht kaputt. Nein! Nicht mein Bowser-Schiff. Alles nur das nicht. Hilfe. Stern! Macht mein Schiff nicht kaputt. Dankeschön, bitte. Tut es nicht. Seid mal so nett und nicht tun. Danke. Bam. Bam, bam, bam. Yay, Konfetti. Yippie, Feuerwerk. Leute, hier geht nicht mehr weiter. Müssen wir jetzt wirklich da runter? Na gut. Festhalten. Festhalten. Alter. Wo bin ich? Hä? Wo war ich? Hallo? Ja, wow. Nee, sorry, aber das skippe ich mal eben. Oha. Mein komplettes Schiff wurde gerade... Ja, jetzt sieht man es nochmal. Okay. Aber das baut sich alles wieder zusammen. Wie cool ist das denn? Okay, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Nicht springen. Und springen. Aber nicht so sehr. Ist vorbei? Nein. Leider nicht. Ist ja schön und cool das Ganze. Ey, der ist auf meinem Knopf. Hau ab, Mann. Was erlaubt er sich eigentlich? Yippie! Gute Job! Nun, sie bestimmt das Ziel? Nein? Aber hier hinter bestimmt. Habe ich recht oder habe ich recht? Sag mir die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist... Wunderbar. Genau das. I'm having the time of my life, Leute. Tuda!
Man sieht sich bei Bowser. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen, aber es wird sehr, sehr knapp. Ich bin mir nicht sicher. Ungelogen, ich bin schon etwas beeindruckt, dass ihr es bisher geschafft habt. Beeindruckend und froh, denn meine Show-Highlights kommen jetzt Schlag auf Schlag. Das meine ich ganz wirklich. Macht euch bereit für die umwerfendste Show, die jemals erdacht wurde. Endlich ist es an der Zeit für das Festival der Fäuste. Also, dein letztes Level, Bowsy? Also, wenn wir uns die Map anschauen. Ja, okay, die Map sagt jetzt nicht wirklich einiges, aber. Das ist, ach, das zählt ja noch zu den Blüteninseln. Okay, interessant. Ja, okay. Festival der Fäuste. Eieiei, was geht denn jetzt bitte ab? Da brauchen wir einen Super Saiyajin, damit das schaffen kann. Los geht's! I'm ready! Okay, das machen wir noch. Ich glaube, den Bowser-Kampf muss ich in eine Einzelfolge packen. Ich weiß es aber nicht. Ich schau noch. Oh, was zum... Was geht denn jetzt hier ab? Okay. Er weiß auf jeden Fall die Attacke Feuerfaust. So viel steht sicher. Was zum... Oh, das ist ja cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Wenn man draufsteht, dann bewegt sich das. Wenn man gedrückt hält, dann bewegt sich das ganz schnell. Das finde ich echt interessant. Bam, bam, bam. Mach mal weg. Danke, Freunde. Ihr seid ganz lieb. Und leider auch gefährlich. Na, hier kann ich stehen bleiben. Zum Glück. Aktivieren. Ein paar Cent. Das war's. Okay, schnell weg. Weiter geht's nicht? Ach, ich muss ein bisschen mehr drücken hier. Okay. Das ist aber echt cool. Dass wir im letzten Gebiet noch so viel Neues sehen, hätte ich auch nicht erwartet. Oh, okay, ist offensichtlich, wie ich daran kommen soll. Aber ich cheat einfach. Wihihi. Oh, knapp. Knappe Geschichte mit euch. Wow. Der hat mich jetzt halt wirklich jetzt fast erwischt, ne? Warum machen wir jetzt hier ein Looping? Schaut mal. Was wird denn das hier? Na gut. Dann mach ich mal den Sonic. Wenn's sein muss. Ah, zu spät gedrückt. Wowie, saui. Ich habe das Gefühl, wir werden als Elefant den Boss machen, also den Bowser-Boss, den Bowser. Ach egal, bin ich lustig. Und ihr seid auch nicht lustig, also verschwindet! Aber lasst ein Like da. Oh Gott, was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Egal, wir haben die Coin. Außerdem ist hier bestimmt wieder eine Halbzeit mit einem Power-Up und das macht mich glücklich. So eine Vollblume wäre jetzt ganz cool, glaube ich. Die hätte ich jetzt gerne spiel. Spiel denkt sich nur so. Na gut. Wenn es sein muss. Oh, Alter, ich fick doch nicht in die Lava, Kumpel. Oh, du kommst runter. Okay, ich wünsche mir Frieden. Das ist kein Spiel. Sheesh, tot. Festival der Fäuste. Oh, es wird gesungen. Muss jetzt leise sein. Ha! 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 Aua. Aua! Aua! So cool, Mann. So was? Was sind da Röhren? Verwirrt mich. Aha. Dann ba-bam. Ba-bam. Alright. Ist das cool. Es gibt ja auf YouTube schon so viele Remixe von diesen einzelnen Level, wo so Musik drin spielt. Ist auch so cool. Vor allem vom Dreck 1-2, da gibt's am meisten, glaube ich, von. Hab ich gesehen. Das wird fausig knapp. War nicht lustig. Hawa! 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 Boah!
Das war knapp, Mann! Doch, wir sind nicht dran! Warte, wo lang? Wo lang? Oh Gott, oh, warum tut ihr mir das an? Warum muss jetzt ein Scrolling-Devil draus werden? Ich muss da ran! Macht auf! Yippie! Die haben doch gefeilt mit der Rumme, hast du auch ganz knapp gehört. Aber das war, also, sorry, aber diese Welt, die hat ein Like verdient, oder was meint ihr? Das war richtig episch. Okay, ich weiß gar nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll, da gibt's so viel Gutes. Oh Mann, aber okay, Freunde, beim nächsten Mal besiegen wir Schloss Bowser und bereichen die Spezialwelt. Seid dabei, falls das Finale sehen wollt von Super Mario Bros. Wonder. Und bye bye. Oh yeah. Wie glücklich er ist.